Ein ganz kühner Satz, aber der stimmt. Das Christentum ist die einzige Religion, die von der Auferstehung des Leibes ausgeht. Also nicht nur die Unsterblichkeit der Seele oder das Weiterleben in einer nächsten Generation oder eine Wiedergeburt, wieder in einem anderen Körper, aber auch wieder, Wiedergeburt ist ja wieder Tod, da ist überhaupt kein Ende. Wenn das Christentum spricht von einer Auferstehung, und zwar als ich, ja, man bestützt sich da auf die großen Osteraussagen, Erfahrungen, die ja ganz schwer sozusagen zu übersetzen sind, aber im Grunde auch wieder einfach. Also Christus hat eine verklärte Leiblichkeit, wenn man das aus dem eigenartigen Ausdruck rausnimmt. Also dieses Lichtvolle, aber ganz klar materialisiert. Er zwingt ja Thomas geradezu, ihn anzurühren. Und er ist auch dasselbe. Er hat nicht einen neuen Leib, sondern er trägt seine Wunden. Das ist sowas Wichtiges. Also er ist erkennbar. Und wir werden in der Auferstehung, das ist gute Glaubenslehre, wir selber sein. Und dann kommt ja noch diese spitzfindige Frage der Pharisäer, die ja Jesus da einfach linken wollen. Wem gehört die Frau, die 7 Männer hatte? Also schon eine abstruse Problematik. Und Jesus antwortet sehr einfach drauf, indem er sagt, sie gehört niemandem. Und im Übrigen werden wir nach dem Tode sein wie die Engel im Himmel. Das kann man jetzt missverstehen. Und zwar im Sinne, dass die Geschlechtlichkeit eigentlich abgefallen ist oder keine Rolle mehr spielt. Dagegen hat schon Hildegard von Bingen gesagt, wir werden als Frau auferstehen und als Mann auferstehen, weil ich kriege ja nicht eine neue Leiblichkeit. Aber Engel im Himmel heißt ja nicht geschlechtslos, sondern geschlechtsfrei. Das heißt, dass das, was unser Leib uns heute in diesem Zustand als Bedrängnis, als Trieb, als etwas, was uns beständig eigentlich wieder in Dienst nimmt, also diese Form von Anspruch, die der Leib stellt, das wird offensichtlich weg sein. Und so dass zwischen Mann und Frau jetzt nicht mehr einfach nur sozusagen die simple Begierde, also ohne die Liebe, sondern einfach ein Angezogensein, ein tieferes Verstehen wahrscheinlich sogar, als wir es heute haben können. Und wo diese Formen von Entfremdung, die über diese Triebhaftigkeit ja auch ausgedrückt werden, dann nicht mehr auftauchen. Also in dem Sinne sind wir frei von dieser Triebhaftigkeit. Aber wir werden uns lieben, völlig einwandfrei. Dazu brauchen wir möglicherweise den Leib nicht mehr, das weiß ich nicht. Aber in dem Sinne ist jetzt die Leibhaftigkeit meines Daseins immer noch als Frau und Mann da. Und Jesus nennt dann, auch in der Sprache der Zeit, uns dann die Söhne Gottes, die wir sein werden. Wir können natürlich die Töchter hinzufügen, muss aber nicht sein, wir müssen auch nicht immer alles verdoppeln. Aber gerade im Sinne eines enormen Selbstgewinns, ja? Und ich erwarte, die wieder zu finden, die ich liebe. Ja, und das ist eigentlich auch eine Zusage. Ich setze noch was drauf. Augustinus hat mal gefragt, ja, wie werden wir denn ausschauen? Also mit 80 Jahren sterben ist ja dritte Zähne und Hörapparat und so. Das ist genau der Punkt. Das heißt, dass das, was versprochen ist, Augustinus sagt es dann reizend, wir werden so auferstehen wie in der schönsten Zeit unseres Lebens. Für ihn war das mit 17, ja. Ich lache ein bisschen dazu, weil das natürlich jetzt reine Spekulationen sind. Aber wir werden eine Leiblichkeit haben, die unsere, und sie ist gleichzeitig die uns vollständig ausdrückt.